Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Ja, wir haben es Meeting kennengelernt. Der Asteroid, der uns noch erwartet, aber ich möchte mich hier erstmal noch ein bisschen umschauen. Das dürfte einfach die andere Tür dazu sein, genau. Hier ist einfach nur zu. Hey! Hautcreme. Ich glaube, wir lassen den Schrott einfach mal liegen. Hauptsache, Munition auf dem Klo. Gut, hier unten scheint aber sonst nichts großartig abzugehen, oder? Oh ja, doch. Hast du gerade Pause? Noch ein Terminal. Na ja, gut. Spacer's Choice halt. Das ist der Vater. Wer weiß. So ist einfach der Teppich, der verkräuselt ist. Protokolle. Distraktivitäten. It's a Wambrose. Wambrose, Wambrose. Ombrose, Ambrose, Ombrose, okay. Vorratsliste. Keine Datierung. Verdorben, verdorben. Ja. Okay. Küchenschlüsselkarte. Also gibt es hier wohl noch ein paar Schlüssel. Aber gut, vielleicht finden wir die auch erst später. Hier dürfte ja erstmal nichts mehr sein. Hier sind noch ein paar. Ah, hier ist noch ein Gebäude, sehe ich gerade. Da hat jemand Steinmännchen gebaut. Drinks der Butler, bitte, bitte gedenke diese Einheit, wie sie vor dem Sturz war. Structural damage detected. Compensating for structural damage. Error. Error. Achso, das hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ich dachte, das wäre für dich irgendwo gestanden. Naja. Dann bedienen wir uns doch mal. Ah, Küchenschlüsselkarte, okay. Tagebuch des Hausmeisters, Band 1. Tägliche Routine. Den Garten der Ruhe für Miss Olivia kehren, die Fische für Mr. Harvey einölen, wiederholen. Als sie mich hier als Hausmeister anheuerten, dachte ich, ich würde mich um mein Haus kümmern. Sie lassen mich doch nicht einmal in das Haus. Alle haben mir gesagt, dass die Ambrose-Familie sehr verschlossen ist, aber das ist ein richtiger Einsiedler. Alle bis auf das Kind. Ich sollte mir wohl ein Hobby zulegen. Mr. Harvey... Ist seine Schlüsselkarte in den Teich gefallen? Ich werde sie behalten, falls er sie sucht, aber dem Haus bleibe ich fern. Ich möchte Miss Olivia nicht bei ihren Forschungsarbeiten stören. Gut. Dann gönnen wir jetzt aber auf jeden Fall mal in die Küche. Sehr schön. Ja, Schaufel und Spitzhacke muss jetzt nicht unbedingt sein. This unit expresses this. Ja, ich auch. Ja, in den Teich gefallen. Gut, vielleicht war früher tatsächlich ein bisschen mehr Wasser drin. Bevor das alles so verkommen ist.
Man weiß es ja nicht. So, Küche, ihr dürft wieder mal Essen machen oder so. Pfannkuchen. Warum nicht? Ich dachte gerade, so unglaublich viel ist hier aber nicht. Aber es gibt noch einen geheimen Gang oder so. Vielleicht können wir jetzt hier über den... Crawling around on my hands and knees inside a mansion, I mean. Think they've ever tried to use this while the fireplace was on? Okay, jetzt war zumindest mal hier drin. Da hinten fehlt leider immer noch der Schlüssel. Und dann? Lässt sich bestimmt noch zu Geld machen, das Zeug hier. Schade. Ja, dann lassen wir uns hier nochmal ein wenig bedienen. Apfelshake lasse ich dann aber tatsächlich mal. Okay. Das ist für den Schlafzimmer. Für das Schlafzimmer den Schlüssel. So rum. Persönliches Terminal von Dr. Olivia Ambrose. Gläsern bleibt die schaurige Glätte kein Hauch. Kein noch so leises Säuseln erhebt sich, diese Fläche zu kräuseln. Kein Schwellen erzählt von glücklichen Seen, worüber heitere Lüfte wehen. EAP. Hauptmenü. Ja gut, Login geht ja glaube ich nicht, oder? Ambrose. Oh. Naja. Protokolle. Eine ganze Menge. Dann schauen wir doch mal. Ach, tatsächlich. Es begann merkwürdig zu schreien. Nee, es mag merkwürdig ihre Gesundheit so hervorzuheben. Ich dachte gerade. Ja. Okay. So. Ja, scheinbar scheinen sie sich ja doch einigermaßen um sie gekümmert zu haben. Oder zumindest mal es vorgehabt zu haben. Gut, bist du dann nicht ganz so arbeitswütig war. Gut, achso, warte mal, Login. Plus W. Die Suche geht weiter. Dieser Eintrag zeichnet ein Bild meiner Mutter als wohlüberlegte Person. Ja. Alles klar. Das kriegen wir leider nicht auf. Da fehlen uns noch ein paar Schlüssel. Ups. War keine Absicht. Aber wo wir gerade von Schlüsseln sprechen. Können wir doch hier schon mal alles öffnen. Naja. Super Arzt. Ich kümmere mich gleich mal an. Karte zum Sammeln, ja. Dear Wilhelmina, I hope this letter finds you well. No, it's too stilted.
It sounds like I'm writing to request a loan. Dearest Wilhelmina, I regret to tell you... Law, no, that's worse. When have I ever called her dearest? She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love, I can no longer... For your safety, I must... Oh, hell. Even if she despises me for what I had to do, I should still be able to say goodbye. Minnie, I have to leave, and I don't intend to come back. I love you. I'm so sorry. Okay. Können wir ihr das eigentlich mal sagen? Captain, charmed as always. Erzähl mir von der Nachricht, die du in deinem Schlafzimmer hinterlassen hast. Someone's been snooping around. Not that I mind. It reminds me why I hired you in the first place. For your keen eyes and scandalous disregard for privacy. When I left home, I wanted mother and father to know the conditions of my return. I would stroll through the entrance with my head held high, or not at all. I left this place with every intention of returning once the time was right. Das Haus war also verlassen, als du zurückgekehrt bist? Yes. That wasn't part of the plan. Fall of Gorgon accelerated my schedule. I thought I would find success in Byzantium. Instead, I must look for redemption back where I began. Here, in these vacant halls. Hat dir Byzantium gefallen? When I arrived, I was the toast of the town. All fought for the honor of lighting my cigarettes. The attention was sublime. I opened a small firm to help young, impressionable heirs manage their family wealth. Business was good. For a while. Was ist mit deinem Geschäft passiert? Gorgon happened. With Mother's downfall, so too fell my influence in society. I sold the business at a loss. Then I hatched a plan to restore the family name. That plan, as you're now well aware, is still in motion. Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. You reminded me of better times. I should be thanking you. Dieses Haus hat schon bessere Zeiten erlebt. Regrettable, I know. We used to have a staff to maintain the grounds. Not just auto mechanicals either. Real people doing real work. Was hat es mit den falschen Fischen im falschen Teich auf sich? Father loved his salt tuna. He was an avid fisherman, you know. But that was long ago. When they moved here from Byzantium, Mother told me he was heartbroken to learn there was no sport. So she bought him a pond for his sad, lonely amusement. Besuchst du den Steingarten oft? Not as much as I used to. Who has time to slow their thoughts and bask in tranquility? I prefer staring out the window of my drawing room, brooding on matters outside of my control. Was hat es mit dieser Mondmannstatue im Foyer auf sich? Hideous, isn't it? I've been meaning to have that thing removed, maybe jettisoned into the sun. Spacer's Choice agreed to double Mother's research budget if she subjected her family to product placement. I swear, those eyes follow me wherever I go. Könntest du dich neues Personal anheuern? It's hard to find good help. And I'm not quick to trust anyone who'd work for me. Present company excluded. I can worry about upkeep once my family name is restored. Until then, this manor is a base of operations. Okay. Mehr muss ich vorerst nicht wissen. Very well. If there's anything else, you have my attention. Ich habe noch Fragen zu deiner Familie. The Ambrose family comes from old Earth money. We were pioneers, inventors, and chimerists.
Always at the top of our field, never lagging behind. If there's anything else you'd like to know, speak on. Deine Mutter hat eine unvollendete Abschiedsbotschaft in ihrem Schlafzimmer hinterlassen. A goodbye recording? I don't understand. Sie muss gewusst haben, dass sie in Gefahr schwebt. Law, but I think you're right. Mother left that phonograph because she knew something awful might happen to her. She knew Spacer's choice wanted her silence. Kann es sein, dass sie dich warnen wollte? It's possible. But in the end, she never found the words. We have to find that journal, Captain. And when we do, Spacer's choice will rue the day they crossed my family. Ich habe mir das Terminal deiner Mutter angesehen. Ihre Einträge waren sehr interessant. Ah, yes. I've scanned her old logs. But I'm afraid they haven't given up anything I didn't already know or suspect. If you have any questions, you can trust me to answer them. I gain nothing by leaving you in the dark. Wer ist Lucien? Deine Mutter schien ihn nicht zu mögen. Lucien was Mother's point of contact at Spacer's choice. I'd call him high-ranking, but I don't think his job had a rank in the traditional sense. He once tried to recruit me to work on Gorgon, but of course Mother wouldn't hear of it. I never forgave her for that. Warum hat Spacer's Choice ihn nicht ignoriert? And risk losing one of the colony's greatest minds to Auntie Cleo? I think not. No. In their estimate, I'm certain Mother was worth 10 of me. They did the math, and I came up short. Was wolltest du denn auf Gorgon machen? Was solltest du denn auf Gorgon machen? A little bit of everything, I suppose. Manage personnel, keep an eye on budgets, see that goals and expectations were well defined. Chemistry may be my passion, but Spacer's Choice recognized my knack for administration. I would have taken the job and perhaps even enjoyed it. Zurück zum eigentlichen Thema. Did anything else in Mother's terminal glue your eyes to the screen? Du hast nie erwähnt, dass du gerne malst. Of all the intrigue and mystery surrounding my household, that is what interests you. I do enjoy painting. I haven't indulged in some time, but it's a pleasant enough diversion. Wie würdest du deinen Stil bezeichnen? Surreal? Expressionistisch? I honestly don't think I've been at it long enough to have a style. Painting is something I enjoy on the side, not something I chase to perfection. We Ambrose ladies have a way of ruining the things we love by committing ourselves to them. Was ist dein Lieblingsgemälde? I've always been partial to Truth Emerging from the Well to Shame Mankind by Jerome. That painting speaks to me. It shows how nothing stays hidden for long. Tja, danke für die Erklärung. Your curiosity is charming, but do remember to focus on the job at hand. Das war alles, was die Terminal angeht. Wenn ich noch was finde, sage ich Bescheid. You do that. And thanks for your attention to detail. Du entstammst aus einer talentierten Familie. Was sind denn deine Interessen? If Mother and I shared anything, it was our love of chemistry. Chemistry is a desire to understand matter. The very foundation of our existence. What Ambrose could ignore such a tempting lure? Das wär's mal alles. Nochmal zu meinen anderen Fragen. Yes? Wegen dieses Auftrags. Ask anything you like, Captain. It's nice to have a competent partner for a change. Gibt's da etwas, das du mir nicht verrätst? I've told you everything I know. I trust you to investigate Gorgon and draw your own conclusions. If you can think of anything specific, all you have to do is ask. Gut, wenn mir noch was einfällt, sage ich Bescheid. Of course, my dear Captain. I look forward to it. Gut, man sieht sich. Be seeing you, Captain. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, hier erstmal alles erledigt soweit. Du kannst ja wieder Essen ausliefern, weil wir haben die Küche aufgesperrt haben. So.
Alles klar. Dann geht's jetzt doch noch mal. Mensch. Zurück. Irgendwas Interessantes hier, irgendwas fiebt da oben vor sich hin. Das ist natürlich blöd. Ist total nutzlos so. Aha. Da oben fiebt einiges rum. Na gut, wahrscheinlich kommen wir da nochmal zurück. Später oder so. Gut, dann sollten wir jetzt ja eigentlich hier mal weiterreisen können. I definitely won that round. You always seem to, huh? That's because I'm usually right. Next time I work the scorecard. So, zerlegen. Was haben wir denn jetzt alles mitgenommen? Dieses behalte ich mal. Der Superarzt. Kommt der besser, was wir gerade haben. Taktische Rotflinte, Stoßpistole 500. Das andere war, glaube ich, bei weitem nicht so gut, ne? Die wäre allerdings besser. So. Ja, komm. Ein paar Waffenteile haben wir. So. Dafür haben wir nicht genug Geld. Vielleicht beim Rest lohnt sich's nicht wirklich. Das können wir machen, das kostet ja nicht viel. Was hast du denn für ein Level 27? Okay. So. Hi, Cap. Hey, hey. Ja, ich glaube, dann haben wir alles soweit. Jetzt können wir zum Landeplatz reisen. So, da nehmen wir jetzt aber tatsächlich mal ein paar Party mit. Und Ellie vielleicht. I don't know what kind of mess Spacer's Choice made here, but it figures they'd leave it to someone else to clean up. Hmm.
Okay, schauen wir mal. Cool. Ja, wirklich funktional scheint hier nicht mehr viel zu sein. So, Anweisung zur Notfall-Evakuierung deaktivieren. Machen wir vielleicht mal. Oh. Möchtest du, dass wir dir hinterherlaufen? Okay, hier können wir noch ein bisschen was an Zeug mitnehmen. Spacer's Choice scheint hier leer zu sein. Wenn du dem Tode bist, desto mächtiger wird diese Waffe, genau wie ein echter Arzt. Ja, so ungefähr. So, schmeißen wir das mal kurz raus. Schicker Hut und Tresor-Ding. Tschüss, Schrott. Geschleckter Verkäufer. Ist ja gut. Ja, Spacers, aber ist echt unglaublich verkommen hier. Meine Güte. I got supplies if you need them. No one lasts long on Gorgon unprepared. Is that what my thoughts sound like? Law, I've been standing near that alarm too long. You looking for supplies, stranger? I stock up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one round here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Das ist also Gorgon. You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Me too. Heard it was wild here and couldn't resist. Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. If you want my advice, stick close to the Sprat Shack, unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Ich werfe einen unbeeindruckten Blick. You okay? Does your stomach hurt or something? Look, I ain't stopping you from wandering elsewhere. But if you do, be sure you watch out for the Marauders. That's the number one thing. And the Mance, I guess. You watch out for Marauders, Mance, and Charles from Accounting, and you'll probably be fine. Sehr cool. Wer ist denn Charles aus der Buchhandlung? Only the meanest Marauder on Gorgon, and also anywhere else. That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking. He'll snap you in half like stale bread noodles. Da krieg ich Hunger. Sorry. Been a minute since I last ate. Charles from Accounting is like
Imagine if you took three of the most howling mad marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Null mal drei ist immer noch null. You know, that's actually true. You ain't listening to me, huh? Well, I warned you. If you run off and get exploded to death by a madman with a rocket launcher now, that's on you. Was war das mit dem Raketenwerfer? Sure, okay. He's got a rocket launcher. Kann er damit umgehen? I don't know. Hard to guess how many he's killed, given the explosions tend to obliterate any bodies. I'm joking. No one bothers looking for bodies. I'm starting to wonder if there ain't a person on this rock entirely out of their minds. Look, long story short, you do not fuck with Chuck. Best to avoid the Marauder camp entirely. That's my two bits on the matter. Gut, ich nehme an, der Evakuierungsalarm ist nicht mehr dringlich. Huh? Oh, you don't gotta worry about that. Something to do with that scrap Project Gorgon from years back. Thanks for turning it off, by the way. I'd have lost my mind if the damn thing had gone on much longer. Warum hat ihn noch niemand deaktiviert? We tried. Couldn't persuade the control terminal to listen. No one round here is particularly mechanically inclined, and no one was gonna shut it down by force. That's for sure. I know, because even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. Was kannst du mir über das Projekt Gorgon sagen? Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Gut, ja. Ich glaube, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Die Folge ist ja auch schon wieder etwas länger. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.